mehr, was hier los ist eigentlich. Da kommt man ja nicht so hinter. Wir sind hier im Studio Export. Hallo, bin Stenz. Ihr kennt mich ja alle aus Funk und TV. Moin. Und das hier ist der Toni Lennart. Ich bin der Chef vom Studio Export. Und das ist jetzt hier mal einmal so ein Eindruck, wie das eigentlich so hinter den Hochglanzbildern aus dem Studio immer so abgeht hier. So, ja, jetzt machen wir einfach so weiter mit der Flucherei. So, das klappt ja hervorragend. Nicht so schön. Gibt doch nichts Schöneres, als mit professionellem Equipment zu arbeiten. Er kann es. Ist das zu eng, oder? Ist doch echt gut, wenn man mal so ein paar Aufzeichnungen nebenbei macht. Weißt du, ja, für mich ist das in Ordnung jetzt. Scherge. Ja, du nölst ja die ganze Zeit rum. So ab an Platz. Jetzt sitz. Zeig mal. Mach's jetzt. Mal. Was? Ach so. Jetzt kann ich ja nicht. Du das eben machen. Man klemmt mir dieses Kabel vom Kopfhörer hin. Der ist eigentlich ganz anders. Ganz anders. Drauf. Ganz schlimmer Vogel, ehrlich. Ich habe mich hier ja schon Sachen sagen lassen. Das ist schön. Hier wird alles mitgehört. Man denkt, man ist allein, aber nee. Finds work for idle hands. That luggage stings me. Buzzing behind my back and then it bites its time again. It stings me. I'm sick and tired of it, but it won't leave me alone. Just like yesterday morning, I got this appointment with my senior, but on my way the sun is